Internetkultur ist was wirklich, wirklich Schönes. Wir alle lieben das Internet. Wir lieben unsere YouTuber. Lasst euch nicht die Freiheit nehmen. Euch gehört die Zukunft. Entschuldigung, wenn ich das sage, aber wir lassen uns auch nicht verarschen. Wir zeigen, dass wir da sind. Bald ist Europawahl. Am 23.03. finden europaweit Demos statt. Und ich werde dann auch nach Berlin fahren und werde dort sein. Ihr seid auch herzlich eingeladen. Wichtig ist nur, bleibt immer friedlich. Und wenn Menschen außen herum sich wundern, was wir hier machen, klärt sie auf. Redet mit euren Eltern darüber, mit euren Großeltern, mit euren Geschwistern. Redet mit denen darüber, aktiviert sie und lasst euch nicht die Freiheit nehmen. Allow that everybody does as he pleases. Thank you for your kind attention. Also im Moment ist das hier ein Haufen dicker, alter, weißer Männer, die Politik machen. Und ich glaube, dass jüngere Leute, dass absolute Idealisten mit einem Verantwortungsbewusstsein auf den europäischen Bürger gegenüber ins Europaparlament einziehen sollten. Wenn der Lissabon-Vertrag in Kraft tritt, haben wir als deutsche Bürgerinnen und Bürger kaum noch Mitwirkungsmöglichkeiten, weil dann alles in Brüssel entschieden wird und unsere Abgeordneten nichts mehr zu sagen haben. Unsere eigenen Politiker sind gerade dabei, unser Grundgesetz abzuschaffen und die Macht in noch weniger Hände nach Brüssel und Straßburg zu legen. Das kann nicht sein. Es ist unglaublich. Wir werden militarisiert. Wir werden dazu forciert aufzurüsten. Angriffskriege, wie sie in unserem Grundgesetz geächtet sind, sind nicht mehr geächtet, sondern sind Teil des politischen Programms. Staatschefs allein entscheiden über Krieg und Frieden und können sich verbünden zum Militär einsetzen. Was da passiert, ist ein faschistischer Bundesstaat, der das One-Man-One-Vote-Prinzip nicht mehr respektiert und kein demokratisches Organ ist, sondern ein faschistisches Regime. Und deshalb sagen wir Nein zum Vertrag von Lissabon. Internet ist für uns alle Neuland. Das Internet ist für uns alle Neuland. Die Petition oder auch die Kampagne vor dem Sommer letzten Jahres hat ja Wirkung gezeigt, dass wir als Gesetzgeber, nein, überhaupt nicht. Wir haben in dem Text überhaupt nichts mehr von irgendwelchen Maßnahmen drinstehen oder irgendwelchen, was uns immer unterstellt wird, dass das Filter sein. Axel Voss will das Projekt jetzt ganz, ganz schnell zum Abschluss bringen. Des Europäischen Parlaments. Hier tut Breyer, will ihr Gesicht nicht zeigen und verlässt über die Treppe die Tagegeldetage, ohne sich in die Liste Was ist nun mit unserem Europa passiert? Sieht so Freiheit aus? Ist das Demokratie? Geht am 23.03.2019 alle auf die Straße. Alle, die irgendeine Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, irgendeine Seite benutzen, geht auf die Straße. Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Köln, Leipzig, München und Stuttgart. Geht auf die Straße. Oder wir haben nächstes Jahr China hier. Ich war...
unter dem Eindruck, dass diese Sitzung bis 12.30 Uhr angesetzt ist und wir uns deshalb auch die Zeit nehmen sollten, um dieses Dossier hinreichend zu diskutieren, zumal dies wahrscheinlich die letzte Chance sein wird, das zu tun. Wir haben gestern erfahren, dass nächste Woche eine Sondersitzung angesetzt werden soll, um diese Vereinbarung im Trilog schnell zu verabschieden im Rechtsausschuss. Und das, obwohl wir den endgültigen Text des Trilogergebnisses noch gar nicht vorliegen haben. Man kann sich nicht dem Eindruck erwehren, dass diese besondere Eile möglicherweise dazu dienen soll, den öffentlichen Protesten, die für Ende März angekündigt sind, zuvorzukommen. Denn schon an diesem Wochenende, nachdem das Trilogergebnis bekannt geworden ist, haben sich spontan tausende Menschen in Köln zu einer Demonstration versammelt und haben gerufen, wir sind keine Bots. Es wurde oftmals von verschiedenen Gruppen die Behauptung in den Raum gestellt, dass Bürgerinnen und Bürger, die sich per E-Mail oder per Telefon an ihre Abgeordneten wenden, überhaupt nicht existieren und dass es sich dabei um Bots handeln würde. Ich glaube, die vor allen Dingen jungen Menschen, die sich dieses Wochenende auf die Straße begeben haben, haben da einen sehr eindrucksvollen Gegenbeweis geliefert. Wir existieren alle nicht. Mit solchen Vorwürfen wie Desinformation, wir werden aber auch alle nicht mehr die CDU wählen. Weil genauso auch, denke ich, auf der Seite der Unterstützer dieser Vereinbarung teilweise mit unfairen Mitteln gekämpft wird. Wir hatten da zum Beispiel einen Blogpost der Europäischen Kommission an diesem Wochenende, wo die Gegner des Trilogergebnisses als Mob bezeichnet wurden, was ich wirklich unfair finde und glaube ich auch der Politikverdrossenheit gerade von jungen Wählerinnen und Wählern vor der Europawahl Vorschub leistet. Wir sollten uns freuen, dass es eine so lebhafte öffentliche Diskussion um einen europäischen Gesetzgebungsprotest gibt und dass sicherlich viele der Personen, die dadurch politisiert wurden, sich auch an der Europawahl beteiligen werden und das ist doch eigentlich etwas Gutes. Bots dürfen übrigens auch nicht wählen gehen. Man muss schon feststellen, dass dieses Trilog also zumindest nicht die CDU extremer geworden ist gegenüber dem, was relativ knapp im September vom Parlament verabschiedet wurde. Wir erinnern uns, im Juli hatte das Plenum das Verhandlungsmandat des Rechtsausschusses abgelehnt und erst im September ist es zu einer knappen Mehrheit für den Artikel 13 gekommen, nachdem Kleinunternehmen vollständig von dieser Verpflichtung ausgenommen wurden. Im Trilogergebnis ist es nicht mehr der Fall. Dort sind nur noch Kleinunternehmen ausgenommen, die jünger als 3 Jahre alt sind. Das würde bedeuten, dass zum Beispiel ein Diskussionsforum, selbst wenn es von einer einzigen Person betrieben wird, nach 3 Jahren zum Einsatz von Upload-Filtern verpflichtet werden würde. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie angesichts der sehr knappen Mehrheit bei der letzten Abstimmung das Parlament dem zustimmen soll. Ebenfalls stand in dem Parlamentsmandat, dass das automatische Filtern vermieden werden soll. Ich habe mich in den Verhandlungen dafür eingesetzt, dass dieses Statement bestehen bleibt, aber leider hat sich der Berichterstatter weniger dafür eingesetzt. Wahrscheinlich, weil auch der Text des Artikel 13 ohne automatisches Filtern überhaupt nicht umsetzbar ist. Ich denke, man kann auch nicht davon sprechen, dass hier eine sogenannte User-Generated-Content-Ausnahme eingeführt wurde, weil ganz klar im Text steht, dass nur bestehende Ausnahmen, also für Parodie oder für Zitat, europaweit geschützt werden sollen, aber nichts darüber hinaus. Da kann man jetzt sagen, na gut, also Parodie und Zitat, das deckt die Memes ja ab, aber das Problem ist, dass Upload-Filter, die automatisch entscheiden sollen, was eine Urheberrechtsverletzung ist und was nicht, überhaupt nicht in der Lage sind, eine Parodie zu erkennen. Also solange ein Algorithmus keinen Sinn für Humor entwickelt, wird es den Nutzerinnen und Nutzern nichts viel helfen, dass ihnen auf dem Papier erlaubt wird, Parodien zu machen, wenn der Filter sie dann trotzdem automatisch blockt. Es ist auch nicht richtig, dass diese Richtlinie nur Plattformen betrifft, die von Urheberrechtsverletzungen wissen. Herr Voss hat gesagt, Dating-Plattformen sind nicht betroffen. Das kann ich dem Text nicht entnehmen. Also dort steht, es geht um Plattformen, deren Hauptzweck es ist, urheberrechtlich geschützte Inhalte auszutauschen oder leistungsschutzrechtlich geschützte. Aber jedes einzelne Foto
ist von Urheberrecht oder Leistungsschutzrecht geschützt. Zum Beispiel eine Dating-Plattform wie Tinder dient dazu, diese Fotos auszutauschen, um Singles in seiner Gegend zu finden. Und natürlich sind diese Bilder geschützt, aber selbstverständlich ist es nicht im Interesse einer Dating-Plattform, dass Leute dort den Katalog von Getty oder andere professionelle Fotos hochladen, sondern ihre eigenen Selfies. Geschützt sind die aber trotzdem. Also ich glaube, hier liegt ein grundsätzliches Missverständnis zugrunde, dass nur Inhalte geschützt werden, mit denen die Urheber Geld verdienen. Das ist aber nicht so. Das Urheberrecht und das Leistungsschutzrecht gilt automatisch in dem Moment, wo ein Inhalt erstellt wird. Zu der Wikipedia-Ausnahme, also es ist richtig, dass die Wikipedia keine Upload-Filter einsetzen muss nach diesem Text. Allerdings ist die Wikipedia und auch alle anderen Plattformen und selbst persönliche Blogs vom Artikel 11, vom Leistungsschutzrecht betroffen. Das heißt, man kann keineswegs sagen, dass für die Wikipedia-Community mit diesem Deal alles in Ordnung wäre, weil sie trotzdem von einem Leistungsschutzrecht betroffen wären, das in Deutschland bereits gescheitert ist, das dort aber zumindest auf Suchmaschinen und Nachrichtenaggregatoren beschränkt war. Das Leistungsschutzrecht, das wir jetzt im Trilog ausgehandelt haben, gilt für alle Online-Dienste und geht damit weit über das, was wir bisher hatten, hinaus. Dass die Journalistenbeteiligung erhalten gewesen wäre, das kann ich auch nicht bestätigen. Also nur Freelancer sollen an der Bezahlung aus dem Leistungsschutzrecht beteiligt werden, während angestellte Journalisten das nicht sollen. Deshalb hat sich jetzt unter anderem der Internationale Journalistenverband gegen die Trilog-Einigung ausgesprochen. Da kann ich zum Trost nur sagen, dass ohnehin kein Geld geflossen wäre, weil wir ja wissen aus Deutschland, dass das Leistungsschutzrecht nur Verluste eingebracht hat und eine angemessene Beteiligung an 0 Euro ist natürlich 0 Euro. Insofern wird sich dafür die Journalisten nicht zum Positiven ändern. Letzten Endes finde ich es auch noch sehr enttäuschend, dass Total Buyout-Verträge in dem Artikel zur proportionalen Vergütung explizit erlaubt sein sollen. Es war ja gerade das Ziel des Europaparlaments bei der fairen proportionalen Vergütung, diese Praxis der Total Buyout-Verträge einzudämmen. Das wird aber, denke ich, mit diesem sehr stark verwässerten Text nicht gelingen. Ich kann insofern nur den Ausschuss dazu aufrufen, diesem Trilogergebnis nicht zuzustimmen, weil es nicht ausgewogen ist und noch weit über den Text, der im September verabschiedet wurde, hinausgeht. Und das Mikro ein bisschen lauter.